Shalom, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 3. Und ich freue mich natürlich wieder, dass du wieder mal einmal bei mir wieder eingeschaltet hast. Wir machen mal den Ton ein wenig lauter und wir wollen jetzt gleich einmal mit einer neuen Mission beginnen. Na, den Code, den tun wir mal ganz kurz weg. So, jetzt da. Also, es müsste doch weg sein. Gut. Sehr schön. Und wir haben eine Almanachseite, die uns eigentlich sowas von scheißegal sein kann. Und wir müssen jetzt dann, glaube ich, mal in diese Tür rein, würde ich sagen. Wir öffnen mal die Türe. Und wir begeben uns dann wieder in eine neue Mission. Genau. Master Kenway, habt ihr es gefunden? Was denn? Das war nicht der richtige Ort. Die anderen warten auf euch. Ich weiß gar nicht, von was der spricht. Naja. Bitte, setzt euch. Toll, wieder hackedicht. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nahe. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Blutsbrüder. Seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Moment. Was? Erinnerung und Synchronisation. Achievement unlocked. Okay, was haben wir geschafft? Ich habe es leider nicht lesen können. Und wir werden es dann wahrscheinlich wieder in die Haufen Connor bewegen. Genau. Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings wow. Wir waren im Animus. Haythams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templerverschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Was? Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aha. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fange mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es
sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Im Animus, denke ich. Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Also in die Tempel-Datenbank. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal um. Weil ich denke, wenn wir jetzt wieder in den Animus zurückgehen... Nein, 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 nein! Escape. Oh, fuck, nein! Okay, dann mal los. Puh, also wir kennen... Oh ja, aber und der hier, den Java gut. Fuck. Tone, wo hat der Nagera der? Das hat Gerdo ne Robinha. Nexiate huwaya done Kero. Asi kontete ja Gerda oni. Nexia ochten on de gadi was da que. Agungwe da su awa hu anodun wetzini out ne sago de ogua. Zeu Gerda suria disax ne hatem. Rageneru quaque ante zini togwenyo. Nexia hondo yo hawitu. Ja de hagone raque. Ginu oro jokwe templar aguegu tadinia ro darhox. Ne oho ot getzonis. Segot ke esu orion o ahigu sogontanu o got gottosi ne sa galda skarnex. Und wir sind jetzt wahrscheinlich in der Haut von Clio. Wir sind wieder im Animus und ich, Arschloch, hab die falsche Taste gedrückt. Wir sind wieder im tiefen Wald von Amerika. Sequenz 4. Kana Zittern. 1760. Und ich glaube, wir lassen das einfach mal. Und weil ich denke, es wird sich viel, viel mehr hier bieten, als wie in dem dummen... Ich lasse es einfach mal. Denn ich denke, das wird es tausendmal besser sein. Oh, der hat aber auch schon ein bisschen mehr Jack gegessen. Der schaut ja lustig aus. Der schaut ja mal lustig aus. Okay. Den anderen Kindern in den Wald folgen. Das machen wir natürlich gerne. Okay. Ah, wir haben neue Spezialkarten. Sehr schön. Ja, Mama. Machen wir natürlich gerne. Heißt war. Ah, da. Und der Hund folgt uns natürlich wieder. Naja, der Hund soll jetzt mal nach Hause gehen. Und wir begeben uns jetzt in den Wald. Okay, das werden wir nicht machen. Versprochen. Hey, Nigga. Ach, was? Das bezweifle ich jetzt. Das bezweifle ich. Ja, was ist mit dem Jungen los? Ich gehe doch die ganze Zeit mit, Alter. Was hat denn der für Probleme? Kommt's, Alter. Ah, okay, wir sind da. Sehr schön. Ja, gut, das sagst du gar.
So schaut er aus, wie wenn wir es auf Verstecken spielen würden. Zora Gohadu. Ah, scheiße. Aska Degeni Asa Gayeri. Gayeri. Ring, 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 ring. Aska Dewa Nyawe. Ach Gott, besonders hat er sehen müssen. Ach du Scheiße. Na, ein bisschen viel. Okay. Und wir wollen mal einen Hinweis analysieren. Gefundene Kinder 0 von 4. Die 4 im versteckten Wald. Im Wald versteckten. Was? Die 4 im Wald versteckten Kinder finden. Okay. Wir haben ein Zeitlimit. Scheiße. Okay. Okay, wir wollen mal nochmal einen Hinweis analysieren. Und wir wollen dann gleich mal den Spuren folgen. Ah, da ist nochmal was. Wo bist du nur? Okay. Da ist es eins. Da muss es eins sein. Oh, meine Framerate. Framerate droppt gleich. Scheiße, Alter. Ah, da. Da bist du ja. Ja, das war nicht schwer. Digga, das war nicht schwer. Alter, warum habe ich nur 15 Frames? 14 Frames? Okay. Wir gehen erstmal dahinter. Okay. Und ich denke mal, ein Kind wird hier auf dem Felsen sein. Wir wollen nochmal einen Hinweis analysieren, um die Suche einzugrenzen. Und ein Chabu ist wahrscheinlich dahinter gegangen. Aber wir wollen jetzt erst mal hier reingehen. Obwohl... Ah, eh. Hab ich dich doch. Was, zwei Stück gleich? Ah, okay. Und wir haben noch ein Kind. Digga, geh weg. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay. Ah, da hinten können wir wieder einen Hinweis analysieren. Ja, so schaust du aus, wie wenn du jetzt Hunger hättest, fette Sau. Okay, wir haben noch eine Minute 50. Das schaffen wir, glaube ich. Interagieren und wir haben den letzten. Ohne Fehler zu. Fick dich doch. Dann eben hier. Ach du Scheiße. What the? Scheiße? Okay, dann eben hier. Juhu! Ich hab einen Neger gefunden, juhu! Neger, die haben schon immer gewusst. Ja klar, warum nicht, ja. Klar. Auf jeden Fall würden wir es uns mal in den Wald begeben. Oder ans Ufer, ja genau, zum Schwimmen, denke ich mir. Oder zum Angeln, wie der eine schon gesagt hat. Ja, Junge, weil du auch so fett bist, deswegen hast du immer Hunger. Abnehmen lautet die Devise. Abnehmen. Okay. Nein. Alter, ich mag nicht nur mal spielen. Ah, sehr schön. Wir sind nicht dran. Ja, der Fette muss wieder Oscar. Degeni, Asa, Gayeri. Gayeri. Wes. Okay. Und wir werden es mal, glaube ich, ein bisschen weiter hinten verstecken. Okay, da haben wir unser Versteck. Und ich denke, wir werden uns jetzt mal das ganz hinterste Versteck einmal suchen. Dieses, genau. Das wird also, glaube ich, mal hier.
Und hat uns gefunden? Ich glaube nichts. Ach. Was haben wir hier? Ach du Scheiße. Du kommst mir bekannt vor. Echt? Wo habe ich dich schon mal gesehen? Auf YouPorn bestimmt. Das war aber nicht nett. Nein. Lass mich los! Oh, hört euch das an. Es kann sprechen. Du, dein Dämon. Lebhaft dazu! Pedobär. Bestimmt ein Pedobär. Wir haben Fragen an eure Ältesten. Sag uns einfach, wo dein Dorf ist, Bursche. Dann kannst du gehen. Tu, was er verlangt, Kind. Ich brech dir den Hals, weißt du? Nur ein bisschen mehr Druck. Und knack. Schon ist dein kleines Lebenslicht verloschen. Alte Digga. Du bist ein Nichts, nur ein Staubkorn. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Die Weisesten unter euch erkennen die Zeichen der Zeit. Sie werfen sich uns zu Füßen und winseln um Gnade. Doch du nicht, scheint es. Nein, du klammerst dich an euer Leben. Bist zu dumm, es zu begreifen. Aber ich bin kein Unmensch. Nein, du ich bist... Ich verschone dich. Du bist kein damit Unmensch. Damit du deinem Volk davon berichten kannst. Lass sie wissen. Je früher wir bekommen, was wir wollen, desto eher könnt ihr zurück zu eurer primitiven Existenz. Ein guter Tausch, oder nicht? Wie ist dein Name? Charles Lee. Warum fragst du? Damit ich dich finden kann. Da freue ich mich drauf. Und umbringen. Was? Ach du Scheiße. Das war ja was. So, liebe Freunde, um was wir jetzt da passieren wird, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Assassin's Creed 3. Ich hoffe, es hat euch natürlich wieder einmal gefallen. Daumen nach oben wäre natürlich echt nicht schlecht. Aber wäre natürlich noch besser. Und damit will ich mich verabschieden, liebe Leute. Bis dahin. Ciao.